Ja, also das ist jetzt eigentlich der zweite Anlauf. Wir wissen nicht, was mit dem ersten Anlauf passiert ist. Aber wir wollten uns nur ein Küsschen geben. Da ist das ganze Ja, das YouTube Video, ja, es ist abgestürzt. abgestürzt, ne? Also machen wir fangen wir mal Also an, ne? jetzt noch Wenn uns. jetzt YouTube jetzt abstürzen sollte, Wisst wisst ihr ihr Bescheid, ne? Bescheid, ne? Also so. So. Ah, jo. So, So, Prösterchen. Prösterchen, genau. Ihr fragt euch bestimmt, wann ist der Anlass? Gibt keinen Anlass. Okay, dann lass. Das Video, das erste Video sollte eigentlich, ja, der Titel passt nicht, ja, ich weiß auch nicht, soll das so heißen, das hat damit gar nichts zu tun, aber das ist heute alles so entstanden. Ich kam von der Arbeit, also grundsätzlich hatten wir vor, wir wollten nach Niederaußen fahren, da, ich habe hier mit dem Daniel Möbster was am Auskochen, ne? Und da wollten wir in Niederaußen schon mal ein bisschen vorfühlen, aber ich war fertig, ich habe ja auch schon, wie dem auch sei, sind wir nicht nach Niederaußen gefahren, wir sind. Gearbeitet hast du. Ja, wir sind nach Köln zum Peter Heinrich, aber das war heute ein Bombentag, ne? Nur ohne Bombe, aber jede Menge Polente, also, aber vom Feinsten. Aber jetzt, wo fangen wir an? Also wir sind nach Köln gefahren, Wir sind zum nach Köln Peter gefahren. Heinrich geparkt, ne? Im Ich habe Parkhaus. nämlich von meiner Schwiegermutter was Geld zur Verfügung gestellt bekommen, wo ich mir zum Geburtstag was verkaufen soll. Ne? Was wohl, ja. Ja, und ich wollte mir eh noch mal ein Pfeifchen holen jetzt. Und ich habe von meiner Mutter auch noch ein bisschen Geld, auch vom Geburtstag. Da habe ich gedacht, da kann man ein bisschen was zusammenlegen, aber was Anständiges holen. Ne? Ja, und ich wollte eigentlich nie nach außen fahren. Ne? Ich hatte vom Daniel Möbs erfahren, da gibt es so schöne. Ich komme nicht auf den Namen. Gebrauchte Pfeifen, wie heißt das? Estate. Estates-Pfeifen, genau. Jetzt haben die Deswegen aber machen in wir der das jetzt auch zu zweit. Hahnenstraße keine Estates. Ne? Und da sage ich jetzt zum Verkäufer: Jetzt hast du eine Chance, ich will was kaufen. Ne? Also da muss der Verkäufer, der muss klingeln. Ne? Und der war noch nicht so richtig auf Sendung, ne? Oder was? Ne? Ich habe ihn abgelenkt. Ja. Okay, auf jeden Fall sind wir dann. Ich habe erstmal mein Feuerzeug reklamiert und ein anderes Feuerzeug habe ich in Inspektion eingereicht. Ja, und dann habe ich mir, gesagt, keine Estates, nee, also nur hier die Pfeifen, ne? Und da habe ich mir dann mal so die Regale angeguckt, ne? Und Was raus da so da. es ist, ups, weg ist es. Ich hol's jetzt nicht raus. Es ist ja, das ist keine Zaubertüte, ne? Das ist ja so, ich kaufe ja auch Pfeifen aus dem Katalog von DTM, ne? Und kann man machen, ne? Ab und zu, auf jeden Fall, ne? Aber jetzt, das muss man normal, muss man Pfeifchen fühlen. Ne? Und ich habe gedacht, komm, guckst du mal. Und das war heute relativ schnell. Ne? So ein bisschen auch der Anhänger. Ich brauchte eine Pfeife vielleicht zum Autofahren, so ein bisschen, die mir nicht so schwer im Mund hängt. Ne? Und da habe ich mal nach Fullbands geguckt oder Halfbands, wo ich eigentlich sonst gar nicht nachgucke. Auf jeden Fall ist mir da eine Pfeife von der Optik in das Auge gefallen. Ne? Sag ich mal hier so: Pfeife. Ne? Wonach sieht die aus? Ne? Was steht denn hier auf der Seite? Kannst du das lesen, Monika? K und P. Und da steht da noch was. Da brauche ich aber die Brille für. Moment mal gerade. Also die Profis unter euch, ne? Matthias weiß schon, was das ist, ne? Ich trotzdem nicht Ja, lesen. ist eine Peterson, ne? Hier, ja, steht es nochmal. Ach so, ja, gut, das ist größer. Das kann man sehen. Ja. Ja, und ich bin ganz geplättet. Also die Pfeife hat mir gefallen. Ne? Die hab ich direkt in die Hand genommen und schönes Teil. Ne? Und kein Lippenbiss. Sagenhaft, das war echt der Ausschlag für mich. Ne? Kein Lippenbiss, schön leichte Pfeife. Die hebt nichts, die fühlt die. Und jetzt kommt es. Ne? Also das krone Mundstück ist jetzt kein Bekenntnis meinerseits irgendwelchen politischen Richtungen, ne, sondern das hat diesen ganz anderen Grund, der vielleicht in der Vergangenheit
politisch gewesen ist, aber für mich hier auf keinen Fall. Und wer ein bisschen was mit Irland affin ist, der weiß auch schon, worauf ich anspielen will. Und deswegen habe ich das Video auch so genannt. Oder vielleicht nenne ich es auch gar nicht so, weil es wird ja alles verraten. Noch haben wir es ja nicht auch. Verraten, ne? Ja. Monika, jetzt bist du dran. Weil ich? Monika hat gesagt, wenn du mit sowas kommst, musst du auch mal ein bisschen dich informieren. Ne? Sonst ist das doof. Ne? Der Jürgen kannte das anscheinend vorher noch nicht. Also das hat natürlich mit dem St. Patrick's Day zu tun. Anfassen. Oh ja, ich darf die auch mal anfassen. So. So. Und mit dem St. Patrick's Day, die grüne Farbe, das ist klar, das weiß dann jeder, klingelt sofort. Und ich habe natürlich mal nachgeguckt, wieso das überhaupt mit dem Grün zu tun hat. Also St. Patrick ist der Schutzpatron der Iren, das ist denn ihr Schutzheiliger. Und ja, wieso grün? Also eigentlich ist die Farbe des Schutzpatrons eigentlich nämlich blau, aber... man hat dann das Grün gewählt, weil er also der Sage nach mit einem Kleeblatt, einem dreiblättrigen Kleeblatt, den Leuten die Dreifaltigkeit Gottes, also Sohn, Heiliger Geist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, erklärt hat mit diesem Kleeblatt. Und deswegen hat man die Farben Grün genommen und dann kam dann, glaube ich, noch Weiß und Orange dazu und das sind ja auch so die Nationalfarben. Und, also wer noch nicht weiß, aber am St. Patrick's Day, ich glaube der 17. Mai oder so, da wird da alles, was flüssig ist oder so, grün eingefärbt, sich grün angezogen, geschminkt, alles. Also eine Riesenfete hat, aber ist nicht mehr religiös, ist einfach nur Party. Aber auch gut. Und diese Pfeife hat eben so ein schönes grünes Mundstück, eben für den St. Patrick's Day. Ja, und ich werde diese Pfeife jetzt mal vor euren Augen entjungfern. Ne? Oh. Also, da ist noch nichts drin. Ich habe mir geholt, hier große Dose, Peter Heinrichs Golden Slice. Ne? Das ist schon, was sind da drin, 200 Gramm. Ist natürlich ja. Pflegstoff, Pflegmaterial. Ich hole das mal raus, das ist hier so ein Strang ohne Ende. Ne? Und ich mache jetzt mal hier Jürgens allerlei. Ich bin neulich, was heißt, ich bin letzter Zeit öfters gefragt worden, wie machst du denn den Pfleg in die Pfeife? Ja, die Knick- und Fallmethode mache ich auch schon mal. Aber ich bin seinerzeit durch einen Freund darauf auch, der ein Pfeifenfreund, der hat mich drauf, den habe ich auch noch, mit dem muss ich mal ein Video machen. Das ist der Udo, den habe ich noch nie erwähnt. Mit dem habe ich mich früher montags immer getroffen, haben wir Pfeifchen geraucht und ja. dem lange nicht mehr gewesen. Ewig schon nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich mal, vielleicht guckt er meine Videos. So, auf jeden Fall hat er gesagt, er nimmt so einen Knäuel, so ein bisschen, so daran und dreht ihn so ein bisschen locker da rein, ne? So. Das hat aber heute einer der Pfeifenverkäufer auch jemanden so erklärt, ja. Okay. Ich habe da einfach mal zugehört. Und der hat das auch gesagt, da muss man das halt so irgendwie so da rein. Und oben verdichte ich das ein bisschen, ne? Drücke ich da ein bisschen fest, also fertig. Ne? Da brauche ich nichts zu knicken und zu falten, da drehe ich das rein, aus dem Haus. Ne? So, jetzt machen wir das schöne Stück mal an. Mach's zu. So. Probieren wir mal, wie der uns mundet. Also ich weiß nicht, wie er schmeckt, aber... Uns ist jetzt gut, ne? Es geht um die Pfeife einrauchen. Ne? Ja. Deswegen mache ich das jetzt auch schon mal, ich habe ja noch nicht Geburtstag, ich habe jetzt nächste Woche, glaube ich, Geburtstag. Ne? Aber das Einrauchen, das Rauchen ist ja auch Arbeit und das Genießen kommt hinterher. Deswegen werde ich jetzt schon mal ein bisschen einrauchen. Ne? Ja. Und, nächste Woche hast du Geburtstag. Hast du einen Stopfer? Den Finger wollte ich jetzt nicht nehmen, das hatten wir schon mal. Ne? Das war lustig. Das war dann so Jans Moins, wenn er dann morgens früh aufsteht, weiß ich, wie viel Uhr war da? 3 Uhr oder was? Nee. Nee? Viertel nach zwei. Viertel nach zwei, ja, das war ja schon. Und der hört dich nur von unten so, aua! Und dann hörte ich, wie der Wasserhahn angemacht wurde und Wasser, ne? Und dann habe ich mir gedacht, oh, der Jürgen, jetzt ist der Finger verbrannt. Er erzählte mir, ja, er hat mit dem Finger hier, wollte stopfen, ne? Ja. Kann böse enden. Ja, ich war so ein bisschen in Gedanken. Und nicht ganz wach oder so.
Darf ich eigentlich jetzt auch was sagen? Weil ich will auch. Ich habe ein paar Pröbchen probiert. Den hat er auch den anderen Leuten vorgestellt. Ne? Den hat er auch, da waren also dieser andere Verkäufer, der hat. Kunde, also der genau, und wir standen dann so da und dann hat er natürlich erstmal dieses Gläschen gleich rumgereicht. Wir haben alle dran geschnuppert und dann hat er, sagte Jürgen, ja, davon möchte er auch. Das ist also hier so ein Pötchen. Wie heißt der? Ja, das, ja super. Pipe Tabacco Nummer 217. Mehr kann ich zu dem Namen nicht sagen. Aber der duftet. Boah. Ja, ist ein Aromat. Ne, ja, das ist was für Monilein. Wonach riecht er denn? Oh, ja, nach leckerem Tabak. Was ist aber? Also süß, unglaublich süß und fruchtig. So, hat er gesagt, Mango und ja, das beim also ich würde auch sagen, der ist vom Geruch so. Also Mango, Pfirsich, Honig. Wenn irgendwo jemand Pfeife geraucht hat, ne, so solche Düfte in der Luft waren. So, ganz so, genau. Und der Daniel, wenn er das sieht, dann wird er direkt sagen, oho, ja, die habe ich nämlich vom Daniel. Und das ist also ein Meerschaumteil in einem Holz. Ich baue das jetzt nicht auseinander, in einem Holz. Und das ist total super, weil ich bin ja ein bisschen so Meerschaum-Fan. Und also für mich ist das immer so. Ja, und jetzt machst du auch mal an, ne? Ja. Du sagst dann gleich mal was zu deinem Tabak. Ah, schon lecker. Das ist schon lecker. Wie schmeckt deiner denn? Ja, ich muss sagen, ich bin also begeistert von die Pfeife, weil da ist ja jetzt so eine Einrauchpaste drin. Ne? Und man hat ja schon mal beim Anzünden von der Einrauchpaste so ein bisschen Geschmack wie altes Moped oder so. Oder so. Alte, ja, auf jeden Fall nicht wirklich. Und da muss also Pfeife lahmen, die arbeiten mit guten Materialien, guten Rohstoffen, guten Holzern, auch gute Einrauchpaste. Der Tabak schmeckt so, als würde ich ihn aus einer gut eingerauchten Pfeife so nehmen. Ja, Golden Slice von Peter Heinrich ist in Virginia, ne? Nicht zu verwechseln mit dem Golden Slice von Orlik. Da würde ich dann eher den Nummer 60 von Peter Heinrich als Passepartout dazu nehmen. Der ist identisch, der Golden Slice von Peter Heinrich. Ist auch so eine Mischung, sag ich mal, aus dem 60er und 223. Mein Verkäufer meint zwar, das wäre der 223er nur in der großen Tube. Ich weiß es nicht, ne? Ich meine, aber das kann auch von der großen Abfüllung sein. Je mehr Tabak irgendwo drin ist, schmeckt das ein bisschen anders. Wie es auch ist, ich habe mir mal so ein großes Döschen gegönnt. Ne? Ist dann auch recht günstig vom Preis. 200 Gramm kosten dann 35,29. Und da sparst du dann schon was. Ne? Und ja, aber ich hole die 223, die hole ich trotzdem. Ne? Ja, das Pfeifchen, ne? Also schönes Stück, auf jeden Fall. Ich hab schon gedacht, ich muss gar nicht im Auto rauchen. Ne? Aber ich will jetzt wissen, ob das wirklich so ein cooler Hänger ist. Ja. Ist so ein Hänger, ne? Ja. Ja. Weil ich zum Jürgen gesagt habe, wenn du doch im Auto rauchen willst, morgens da zur Fahrt oder so, dann soll er sich so einen Hänger holen. Und das, ja, super. Ja, sehr angenehm. Also, weil du hast ja, wenn du so eine normale Halfband oder eine normal gebaute Pfeife im Mund, da gerät es schon zum Beißer. Da muss ich die Pfeife auch nicht festhalten, ist schwer, zieht runter. Und wir haben noch so ein paar Pfeifen durchprobiert, hat er gesagt, die nimm mal in die Hände und so. Ne? Und das war mit Abstand die leichteste. Ne? Ja. Ja. Passt. Interessanterweise war das nie mein Pfeifenstil, ne? Habe ich nie gemocht, aber auch. Ja, aber das ist jetzt einfach praktisch. Ja, ist auf jeden Fall. Ne, wenn man dann fährt, dann kann man dort so. Gemütlichen Pfeifchen bei der Fahrt rauchen. Ah ja, apropos bei der Fahrt rauchen.
Ja, ich erzähle euch was zu meinem Tag, weil ich muss allerdings, glaube ich, oder? Ach ja, bei der Zeit, was heute in Köln passiert ist. Ja, ich erzähle euch gleich. Pass mal auf, aber ich muss hier. Also, was ich jetzt erstmal zu dem Tabak sagen kann, also Jürgen hat mir die Pfeife gestopft. Und ich krieg's jetzt erstmal schwer an. Aber der Tabak schmeckt lecker. Und was würdest du sagen? Das ist Virginia und das Dunkle ist ja das Cavendish. Ja, Black Cavendish. Also das ist ja so richtig geschecktes Muster. Ja, man muss mal in dem, ich habe ja irgendwo so ein Heftchen, da steht da drin. Da, muss man da so steht da wahrscheinlich drin, da genau. Ja, und das war ganz lustig. Wir waren beim Peter Heinrich und wir hatten unseren Hund dabei, den Nico. Weil ich war heute Morgen schon arbeiten, da war ich schon nicht da. Und wenn ich habe gesagt, der arme Hund, jetzt gehe ich wieder weg, da ist er traurig, weint der. Ja, haben wir gesagt, komm, wir nehmen ihn mal mit. Also das mache ich aber nicht nochmal, das war nichts für den Hund. Der ist so sehr ängstlich und in Köln war einfach die Hölle los. Und da war Rambazamba schon am Rudolfplatz, wo wir ankamen, da war schon mega Polizei, Krankenwagen, tralala, da war irgendwie eine Friedensdemo also oder was. Also am Rudolfplatz, ne? Da fahren wir immer ins Parkhaus rein, da parken rein, wir da immer, ist ganz genau. Gechillt, ne? Und ganz genau. Und dann, ja, dann auf dem Weg zum Heinrich dann hin, fing es an zu regnen. Gut, das war nicht so schlimm. Dann waren wir dann beim Heinrich, aber ist ja dann immer schön, auf jeden Fall wollten wir dann, also als es zum Gehen ging, da fing das da draußen an dermaßen zu schütten, und also ein Regenguss mit Hagel und Donner und hast du nicht gesehen. Und da sagt der Jürgen zu mir, weißt du was, du wartest jetzt hier, ich gehe das Auto holen, da musst du halt einmal um den ganzen Neumarkt rumfahren und holt mich dann da ab. Ich sag, gut, machen wir zu. So, stand da, ne, so. Und irgendwann kam ein Autokorso, ne? Hier Hupen. Du warst ja nicht dabei. Hupen und so weiter. Eine Hochzeitsfahrt, gesehen, ne? Als sie standen und leer waren. Also das war so eine Hochzeitsgesellschaft, ne? Aber und gehupt, wie Eck, das ist ja nicht das Schlimme, aber dann also hatten die Hochzeitsgesellschaft von Immigranten. Ja, willst du das so sagen? Immis. Nee, das waren also auch nicht. Es ist ja auch egal, ne? Aber. Der Staatspräsident heißt Erdogan. So. Ja. Genug gesagt. Auf jeden Fall hatten die dann aber die, ich weiß nicht, das bengalisches Feuer oder was, so Rauchdinger da. Ja, Hupen und so dürfen sie ja. Ja, Hupen ist ja nicht schlimm, das machen wir ja auch. Das ist also kein Problem, wir sollen Spaß haben. Aber dann kamen die mit diesen Rauchdingern da an und hatten die jeder so aus dem Auto raus und überall hin. Und da sind auch direkt die Schienen von der Straßenbahn und dann da. Und muss man schon sehr blöd sein, weil in Köln war so viel Polizeipräsenz, weil ich glaube, am Neumarkt muss auch noch irgendwas Demomäßiges gewesen sein. Auf jeden Fall hat es keine 2 Sekunden gedauert. War alles voller Polizei da, ne? Ja, und da war für diese Hochzeitsgesellschaft auf jeden Fall die Hochzeit erstmal schon mal gelaufen. Ne? Später vorbei, die Polizei ist von allen Seiten, also wie beim Überfallkommando, von vorne über die Schienen da. Also ja, die kamen also die waren plötzlich von allen Seiten da. Und die haben ja nachher den Verkehr durchgelotst, sonst wäre es ja nie mehr zu mir rübergekommen. Ne? Ja. Aber die waren da so ganz chillt, die Polizisten, die haben gestört, mussten erstmal alle da aussteigen und so. Also ich denke, mit der Hochzeit ist da heute nicht mehr viel. Ja, manche müssen sie immer übertreiben. Ja. Ja, also ich finde, das muss auch nicht sein. Hupen kann man machen, man kann auch grölen und sich freuen. Das ist alles schön, ist ja auch ein toller Tag und so, aber man muss da nicht nur mit Pyrotechnik rumhantieren und dann mitten in der City und wo Straßenbahn auch fährt, ist im Moment sowieso so viel Stress mit der Straßenbahn da und naja, ist egal. Auf jeden Fall hat der Jürgen es dann geschafft, mich abzuholen. Ja, und dann sind wir durch die Stadt irgendwie wieder durch. Ja, und haben uns so ein bisschen mit dem Fahrradfahrer geärgert, ne? Das heißt geärgert. Also in Köln haben sie auch, also, in Köln, lass mich mal gerade erzählen, den Kölner Ring ist also nicht da rein. Der Kölner Ring ist ein Autoring, ne? Es gibt da so verschiedene Ringe um Köln. Wenn du so Köln auf der Landkarte siehst, hat da so verschiedene Ringe.
Und das da ist muss, der. Da muss ich aber was erzählen. Ja, na, erzähl der Ring ist auch der Ring. Also, aber das sind andere Ringe. Und ja, der ist auch Hohenzollern-Ring, Wilhelm David. Nee, wie heißen die Ringe alle? Auf jeden Fall. Militärring und innere Kanalstraße. Das sind auch noch andere Ringe, aber hier, was wollte ich sagen? Das ist der Hansa-Ring. Hohenzollern-Ring. Also es ist ein Ring eigentlich, so, ja. Der hat nur an mehreren Abschnitten verschiedene Namen. Und ist auch nur ein halber Ring, ne? Weil der kommt ja da rein. Nee, aber, du bist aber auch. Aber Spaß beiseite, ne? Die hatten da schon letztes Jahr, das ist eine Hauptverkehrsstraße, muss man sich vorstellen, ne? Tempo 30 und dann überall diese Mülltonnen versteckt, mit so, wo du so eine Kamera rausguckst. Ne? Ja, da musst du in Köln echt aufpassen, die ist biestig. Ne? Und jetzt haben sie noch die, das waren zweispurig, jetzt haben sie gemacht, eine Spur für Fahrradfahrer. Ist ja schön für Fahrradfahrer. Aber die hatten vor, ist ja nicht so, als wenn die vorher keinen Weg gehabt hätten, die hatten ja vorher auch einen Radweg. Ein Radweg am Fußgängerweg, ne? Dann haben sie den Fußgänger überfahren. Ne? Und ich meine, ich bin ja auch Radfahrer oder früher viel Fahrrad gefahren. Da würde ich mich auch freuen. Aber ich muss mal appellieren an euch Radfahrer. Ich akzeptiere vieles, ja. Aber als Autofahrer muss man sich an Regeln halten. Und die Radfahrer halten sich nicht an Regeln. Oder viele Radfahrer halten sich nicht an Regeln. Ne? Da kommt eine Ampel, dann buchsen die eben so rüber, eben auf den Bürgersteig, ne? Weil da ist ja noch ein Radweg und der geht an der Ampel vorbei. Das so geht das nicht. Ne? Und das finde ich nicht gut. Ne? Also muss ich mal sagen. Ne? Genau. Also an für sich fand ich, dass diese Radweglösung da eigentlich ganz gut. Ich sage prinzipiell finde ich das gut. Aber es ist schwierig. Also ich möchte da nicht Auto fahren. Denn wenn ich da irgendwie dann hier rechts abbiegen muss, ja, dann muss ich ja über diesen Fahrradweg drüber fahren. Und also das wäre für mich das, also da, weil das ist ja so, da reicht ja nicht nur so einfach der Blick, die kommen ja da manchmal mit einer Geschwindigkeit, da kommst du nicht. Ja, also ich finde, man muss überall ein bisschen Rücksicht aufeinander. Wir Autofahrer, also der, ich sag jetzt mal, der Autofahrer soll ja immer Rücksicht nehmen, ja. Auch okay. Aber ich finde, dass der Fahrradfahrer auch manchmal ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Und was ich als, wenn ich also auch Fußgänger bin, sagen muss, ist, liebe Fahrradfahrer, ja, der Fußgänger hat auch Rechte. Ne? Ja. Und was da abgeht, also in Köln mittlerweile ist, also wenn wir hier da parken am Rudolfplatz und wir gehen nur zum Peter Heinrich, ne? Das ist bei mir so ein Stress. Also ich habe den Hund getragen die ganze Zeit. Das ist so ein Stress, weil also nur Fahrradfahrer. Und die nehmen leider auf die Fußgänger keine Rücksicht. Ja. Und ich finde, der Fußgänger ist immer noch das kleinste Glied in der Kette oder so. Oder das letzte. Und da muss man einfach darauf auch aufpassen. Ich möchte gar nicht an alte Leute denken. Oder kleine Kinder, die das nicht so, ne? Oder alte Leute, die nicht so können. Die werden dann einfach umgefahren. Und dann auf oder dem Ring, ne? Auf dem Ring ist dann für Autos Tempo 30. Ne? Und die wirst du auch von den Fahrrädern überholt. Ja, das ist es ja. Ja? Und die... Also das heißt dann, ja, die haben keine Erfassung zu ihrer Geschwindigkeit. Aber liebe Leute, hört doch mal auf, ja. Letztens hat mich, ich wohne ja hier im Bergischen ein bisschen, da war ja hier Tour de France, ne, Quatsch, Tour de Deutschland. Auf jeden Fall gehen die Serpentinen runter 30, ne. Und ihr wisst ja, ich fahre ein 11, ne. Also da musste dann nochmal 30 mitfahren. Da hatte ich so einen Fahrradfahrer hinter mir, so einen Jücker, der wollte mich doch überholen. Da ist Tempo 30 von der Straßenverkehrsbehörde zugegeben. Ich fahre da 30 und der überholt mich links. Ja, hör mal, habe ich sie noch alle? So, jetzt nimmt das aber hier ein bisschen andere Richtung, das Video, da wollte ich aber ja nicht. Der war nur so nebenbei. Aber ich erzähle jetzt mal was zu den Ringen. Ja, die Ringe. Das ist so eine nette Geschichte. Mir selber passiert, meiner Mutter. Mir auch beim Standesamt. Der Standesbeamte hat gesagt, ich darf nicht Audi fahren. Wegen den Ringen. Nee, ich meine aber jetzt die Ringe in Köln. Also speziell den Ring, wo wir heute drauf waren. Der Hansa-Ring und wie die alle heißen. Es ist ein Ring, der hat nur mehrere Namen. Und ich war mit meiner Mutter, ich bin ja keine Kölnerin, ich bin eine Immi. Ne? Ja. Ich bin eine Immi. Also ich sag jetzt nicht, wo ich, doch, ich kann sagen, ich komme aus Stuttgart eigentlich, so. Und wir sind nach Köln gekommen, meine Mutter nicht alleine. Und meine Mutter hatte dann so ihr erstes Geld verdient hier in Köln.
Und dann wollte sie mich schön einladen. Also wir wollten schön, also ich war noch ganz klein, so 9 oder so, 9 oder 10, keine Ahnung, 9. Wie groß? Und da sind wir, und meine Mutter wollte schick mit mir dann essen gehen. Und dann sind wir, das alteingesessene Kölner kennen das, da sind wir zum Hertie. Hertie sagt dir doch noch was, ne? Ja. Zum Hertie oben essen. Da konntest du so über den ganzen Neumarkt gucken. Da war schön. Ja. Und da haben wir gegessen, und seitdem ist das eben so ein Insider, wir haben gegessen schöne Windbeutel, ne? So mit Sahne, die Dinger. Ne? So. Daher kommt der mit dem Windbeutel. Daher kommt der Joke mit dem Windbeutel. Ah, Windbeutel, also was, für uns war das was Sensationelles. Ne? So. Weil Monika kam aus Schwaben, da gab es keine Windbeutel, die haben nur Brezeln. Und dann wollten wir also wieder nach Hause. Und wir wollten dann, also der Plan war ja dann zum Bahnhof und dann nach Hause fahren, ne? Also vom, nach Stuttgart. Nein, nicht nach Stuttgart, nach Riehl, wo wir gewohnt haben. Aber Bahnhof ist so ein Zentralpunkt auch von den Straßenbahnen, so. Und jetzt sind wir aber beim Hertie, vielleicht ist das ja jemand schon mal passiert, an der falschen Stelle rausgegangen. Also nicht da, wo wir reingekommen sind, sondern irgendwo anders raus, ja. Und hat null Orientierung, gab nicht so Navi-Dings da oder so, ne? Da haben wir gesagt, ja, wir müssen dahin, wo der Dom ist. Wo der Dom ist, da müssen wir hin. So. Ja, dann sind wir erstmal die Straße gelaufen, bis wir gesagt, es ist aber gar kein Dom, ne? Also sind wir ein bisschen weiter. Dann haben wir gesehen, ah, oh, guck mal, da ist der Dom. Und die Straße geht ja so, komm, da gehen wir so. Sind wir weiter, die Straße immer weiter. Plötzlich war der Dom irgendwie noch weiter weg oder so, ne? Und dann sind wir die Straße immer weiter, immer weiter. Und ja, irgendwann, der Dom, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich weiß jetzt heute, ne, da sind wir ja dann am Ebertplatz rausgekommen. Klar, weil die Ringe gehen ja zum Ebertplatz. Also wir sind die ganzen Ringe runtergelaufen. Und dann beim Ebertplatz. Den haben wir erkannt, weil das war ja auch eben unsere Busstation, wo wir mit dem Bus fahren. Aber das ist bei uns so eine Anekdote geblieben, dass wir uns da so verlaufen haben. Aber im Grunde, weil das ja so ein Ring ist, sind wir dann trotzdem da gelandet, wo wir hin wollten. Also das war ganz witzig. Wo wir da auf die andere Seite gegangen wären, wären wir nicht rumgekommen, weil der ist ja der Ring. Ja. Da rein. Ne, also, ja, aber dann hätten wir den Dom gesehen. Ja, also das, dann wären wir ja irgendwo am Dom gewesen, aber... Das war ganz witzig, und deswegen war das mit den Windbeuteln bei uns immer so, ne, wenn der Windbeutel ist, dann musst du gucken, dass du dann wieder nach Hause findest. Ne, so. Oh, Leute, mir fällt gerade ein, also, was heißt mir fällt gerade ein, das habe ich die Nächte, wo ich Auto fahre. Der geht schwer an. Ja. Ja, habe ich so gedacht. Es gibt ja bei Männern so die Frage, ist er rechts oder dieser Linksträger, ne? Ah, jetzt bin ich gespannt. Ja, die Frage habe ich mich auch bei der Pfeife gestellt, ne? Rauche ich die Pfeife rechts? Oder rauche ich die Pfeife links? Jetzt könnte man natürlich sagen, das liegt daran, ob du Rechtshänder oder Linkshänder bist, ne? Aber das mag ich mal zu bezweifeln, weil ich rauche rechts und links, ne? So wie es passt, ne? Muss man mal testen, so. Ja, also ich habe die Pfeife beim Autofahren auch mal rechts, mal links. Deswegen wollte ich ja eigentlich eine haben, die ich hier in den Schnüss hänge, ne, und die dann da drin bleibt. Also ich glaube, ich bin Linksraucher. Ja? Drin. Ich glaube, ich rauche immer so. Also hängt mir am besten, also ich habe es am besten so hier mit rechts. Ne? Vielleicht habe ich hier 110 irgendwie ruiniert oder so, aber... Das hat nichts mit politischen Seiten zu tun, ne? Guck mal, rechtsgrün. Rechtsgrün, aber da habe ich jetzt gar nichts, auf keinen Fall. Nein, nein. Das war absolut nein. Musst du heutzutage bei allem aufpassen, ne? Aufpassen, ne? Ich habe im Garten, habe ich... Es gab früher mal einen Büttenredner, der kam von der Blauen Partei. Ja. Da hat man an die noch gar nicht gedacht, ne? Oh, hey. Aber sogar ein Kölschglas steht Blaue Partei drauf. Ja, das war noch vor der Zeit von der Partei. Jetzigen Partei, die Farbe in Anspruch nimmt. Aber ich habe mit Grün auch nicht so
Und jetzt nach den neuesten, was da für Schwachmaten da unterwegs sind, also fällt mir nichts mehr drauf ein. Wollen wir hier auch keine Politik machen, ne? Wir treffen uns morgen mit Daniel Möbs. Genau. Machen wir auch ein kleines Video. Ja. Hör mal, das ist jetzt schon eine halbe Stunde, das Video. Meinst du, das kriegen wir hoch? Wollen wir hoch? Ach, ich habe vergessen. Ja. Ich soll für Daniel Tabak kaufen. Den habe ich ganz vergessen. Nein. Oh, Daniel, scheißen Dreck. Ich dachte, du sollst nur Bröbchen mitbringen. Ja, die habe ich auch mitgenommen. Aber den Tabak hat mir einen geschickt. Nummer 9. Oh nein. Das habe ich vergessen. Ja. Daniel, tut mir leid. Musst du bestellen. Das gibt jetzt die gebührende Strafe. Müssen wir mal gucken. Ja. Muss ich nochmal kommen, ja. Ne? Müssen wir nochmal kommen. Komm einfach nochmal. Der Peter Heinrich ist ja bei uns nicht so weit. Und der Daniel. Der Daniel ist was weiter, aber da muss er jetzt durch. Ja, gut durch. Ja, gut, sollen wir Schluss machen? Ja, ist jetzt gut. Schon eine halbe Stunde und ja. So viel zu unserem heutigen Tag, ne? Also, schönen Abend euch noch. Tschüss.